Tommy, du hast ja heute in Überlingen den Boulder Cup gewonnen. Das Finale schien dir ganz gut zu liegen. Erzähl kurz, wie ist es dir getaugt? Wie hast du dich gefühlt? Es hat einfach alles gepasst. Es ist einfach, erste Boulder hat getappt. Wenn der erste läuft, dann läuft es immer. Und ja, lief gut. Du hast insgesamt eine sehr starke Saison, so auch in den Weltcups. Hast du irgendwas im Training verändert oder glaubst du einfach, die Erfahrung macht es mittlerweile auch ein bisschen aus, dass du jetzt schon wirklich auf hohem Niveau bouldern kannst, auch international? Ich denke mal, das meiste, was mich wirklich jetzt so motiviert ist, sind diese Weltcups, die ich mitmachen kann, weil die einfach so einen anderen Stil haben und die motivieren mich so fürs Training auch, dass ich da mehr machen kann und es macht einfach Spaß jetzt wieder, so ganz neu. Was ist so deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen einem nationalen Wettkampf und einem wirklich einem internationalen Wettkampf? Es sind einfach wahnsinnig viele starke Leute auch da und die Boulder sind einfach von der Art ganz anders. Das kann ich gar nicht so beschreiben, aber es ist einfach, wenn man da bouldert, dann will man immer alles geben. Man ist immer fit oder man muss immer fit sein und hier ist halt, ja, Deutschland Cup, man kennt alles, auch die Schiedsrichter und dann ist es immer eher so ein bisschen, ja, spaßig. Aber auf Weltcups geht es dann richtig los. Hier haben jetzt heute zwar zwei wohl größten Konkurrentinnen von dir gefehlt, dennoch war das Finale recht stark besetzt. Wer hat dich heute am meisten überrascht im Finale? Also die Doro habe ich vorher noch nie klettern gesehen, das fand ich schon stark und die Hanna ist natürlich auch beachtlich, dass sie da mit ihrem ersten Finaleinzug so weit kommt, fand ich gut. Noch ein Wort zu München, da wirst du ja wahrscheinlich auch mitmachen beim Weltcup, was rechnest du dir aus? Ja, zu Hause ist dann immer so ein bisschen heikel. Ich weiß es nicht. Lass einfach auf mich zukommen. Ist der letzte der Saison eben von den Weltcups und mal schauen. Alles klar, alles Gute dafür und danke.